Die 47. Schlachthof-Mahnwache in Rottenburg am 19. Mai 2024 begann nach Abschluss des Pre-Vigil-Briefings. Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Sicherheitsstandards des Animal Safe Movements vorgestellt. Die TeilnehmerInnen erhalten gelbe Sicherheitswesten mit dem Logo unserer Ortsgruppe, die jedoch noch nicht geliefert wurden und daher bei der nächsten Mahnwache zum Einsatz kommen sollen. Aufgrund des bevorstehenden Pfingstmontags war der Schlachthof geschlossen und es wurden keine Tiere angeliefert. Ein Landwirt kam dennoch mit einem Anhänger voller Schweine an, konnte das Tor jedoch nicht öffnen und fuhr schließlich wieder weg. Die Schweine wurden somit vor dem mörderischen Fleischsystem verschont, mussten aber eine stressige Fahrt in einem dreckigen Anhänger erleben. Während der Mahnwache hielten wir unsere Plakate hoch, verteilten Informationsmaterial und zeigten Mitgefühl für die Opfer der Fleischproduktion. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass Tiere empfindsame Lebewesen sind und kein Mensch Fleisch benötigt. Zahlreiche wissenschaftliche Studien dazu sind auf unserer Homepage verlinkt. Wir hatten auch positive Begegnungen mit jungen RottenburgerInnen, die bereits vegan leben und unsere Aktion lobten. Ein Teenager aus Remmingsheim stellte viele Fragen zur Aktion, filmte das Gespräch mit einem Smartphone und stimmte unseren Argumenten zu. Kurz vor Ende der Mahnwache mussten wir die Polizei rufen, da eine Gruppe teils angetrunkener junger Erwachsener uns störte. Ihr respektloses Verhalten sowie ihre primitiven, ungebildeten, beleidigenden, homophoben und asozialen Äußerungen machten die Situation unerträglich. Erst nachdem wir die Polizei gerufen hatten, verließen sie den Ort. Bis auf einen, der erst durch die polizeiliche Aufforderung ging. Der Junge aus Remmingsheim war ebenfalls Teil dieser Gruppe, was sehr bedauerlich war. Unsere Schlachthofmahnwachen sind immer love-based und wirkungsvoll. Wir danken allen TeilnehmerInnen für ihren aktiven Einsatz für die Rechte der Tiere. Rottenburg Animal Safe.